Heimlich unter den Rock fotografieren. Dieser perverse Trend nennt sich Upskirting und ist in Deutschland keine Straftat. Das will Hanna Seidel ändern. Sie selbst wurde das erste Mal mit 13 zum Upskirting-Opfer und weiß bis heute nicht, ob der Täter die Aufnahmen gelöscht hat. Und da habe ich mich sehr hilflos gefühlt und er hat mir noch hinterhergerufen, dass ich selbst schuld dran bin, dass ich zwischen die Beine fotografiert werde, weil wenn ich so einen kurzen Rock trage, dann würde ich das selber wollen. Wenn ich das nicht will, dann soll ich nicht so kurze Röcke tragen. Mit einer Online-Petition fordert sie ein Anti-Upskirting-Gesetz für die Handyspanner, die wie zufällig ihre Kameras vor allem in U-Bahn, Supermärkten oder anderen Menschenansammlungen Frauen unter den Rock halten und sie dann im Internet veröffentlichen. 77.000 Unterschriften gibt es bereits. Wohl auch deswegen hört ihr inzwischen die Politik zu. Baden-Württemberg will Upskirting als sexuelle Belästigung unter Strafe stellen. In diesem Fertigen eines Fotos unter den Rock in die Bloße, nicht nur das Erstellen der Bildaufnahme, sondern eben auch ihre Wirkungen zu realisieren. Und da geht es nun in der Tat um sexuelle Belästigung. Großbritannien hat es übrigens vorgemacht und verhängt inzwischen Strafen von bis zu 2 Jahren gegen Täter, die sich nicht an das Upskirting-Verbot halten.